Einsegnungsfeier in der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Holdorf. Die Musikschulkinder begrüßen ihre Gäste mit einem Lied. Die Gemeinde hat das bestehende Gebäude erweitert. Es gab zu wenig Platz für eine immer größer werdende Kinderschar. Einmal mehr haben wir das große Glück, in der Gemeinde Holdorf eine neue Kindertagesstätte bzw. eine erweiterte Kindertagesstätte mit den neuen Teilen hier einzuweihen. Es ist auch erneut hier ein Zeichen dafür, dass es in der Gemeinde Holdorf gut vorangeht, dass die Familien, dass die Bevölkerung an die Zukunft glaubt. Und das bedeutet, es gibt Kinder und um die Kinder wollen wir uns mit optimalen Bedingungen auch kümmern. Und deswegen bauen wir dann auch diese Kindertagesstätte. Hier wurde insgesamt das Gebäude erweitert um zwei neue Gruppen, um eine Mensa und um einen großen Spielflur, um die ganze Situation, die Kinder der Gemeinde Holdorf hier aufnehmen zu können. Und hier sind die 1- bis 3-Jährigen zu Hause jetzt. In der Mensa natürlich, diese Mensa ist für alle Kinder hier. Das war eine vorher zu beengte Situation, diese haben wir jetzt durch die neue Mensa gelöst. Rund 1,7 Millionen Euro haben die Erweiterungsarbeiten an der Kita St. Elisabeth gekostet. Den Großteil davon, rund 1,5 Millionen Euro, trägt die Gemeinde Holdorf. Den Rest steuern die Landesschulbehörde und der Landkreis Vechta dazu. Es ist ein ganz besonderer Tag, weil wir auf diesen Tag schon so lange gewartet haben. Es ist eben so, dass wir unbedingt unsere Essenssituation hier verändern mussten. Und da hat die Gemeinde Geld in die Hand genommen und diesen Anbau realisiert. Und ab jetzt haben wir eine wunderschöne große Mensa zur Verfügung. Und das wertet natürlich unser Haus sehr auf. Und natürlich auch, dass wir noch eine weitere Krippengruppe dazu bekommen haben. 2021 ist für mich das Jahr der Kindergärten. Wir haben vor kurzem die Kindertagesstätte Martin Luther, eine komplett neue Kindertagesstätte mit 6 Gruppen eingeweiht, sind jetzt hier dabei, diese 2 neuen Gruppenräume einzuweihen und werden in ein paar Tagen dann in der Kita St. Barbara auch nochmal einen rund erneuerten Kindergarten und eine rund erneuerte Kindertagesstätte einweihen. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, wenn wir uns anschauen, wir haben über 300 Kindergartenplätze, wir haben gut 150 bis 170, je nachdem, wie wir zählen wollen, Krippenplätze. Und das heißt, wir haben 500 Kinder, die wir gleichzeitig im Alter von 0 bis 6 in die Betreuung geben und auch in die Erziehung. Und dann ist es einfach auch schön, dass die Gemeinde Holdorf finanziell in der Lage ist, optimale Bedingungen von den Räumlichkeiten her zu bieten. Vor 25 Jahren wurde diese Kindertagesstätte am Rockenkamp errichtet. Mit dem Ausbau schafft die Gemeinde dringend benötigten zusätzlichen Platz. Zum Wohle der Kinder und der Mitarbeiterinnen.